Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinkem. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung und viel Vergnügen. Wir wechseln mal von Spaß auf Vergnügen. So, meine Lieben, ich habe jetzt in der Tat mal einen ganzen Tag fast nicht Dinkem gespielt, muss man sich mal vorstellen. Es gab doch wesentlich auch schönere Dinge zu tun, als bei dieser Hitze vor dem PC zu sitzen. Deshalb machen wir das erst am Abend, weil ich sonst hier keinen Stromschlag bekomme an meiner Tastatur. Das ist doch auch schön. So, ich bin gerade aus meinem Zelt gegangen und da wackelte schon das Fähnchen unseres Briefkastens. Deshalb gehe ich mal schwer davon aus, dass wir Post bekommen haben. Zum ersten Mal. Von Fletch. Aha, Bug-Tipps da. Bedeutet wohl so viel, ui, das kennen wir noch nicht. Oder ich kenne es noch nicht, ihr wahrscheinlich schon längst. Dass wir hier sozusagen Bugs melden können. Das ist ja eine nette Möglichkeit, sowas ins Spiel zu integrieren. Super. So, Fletchy, from Fletch, was willst du uns denn sagen? Hallo Heiko, you've been working hard and I tell you what, it hasn't gone unnoticed. Lieber Heiko, du hast hart gearbeitet und es wurde nicht, es war nicht unbemerkt. Also man hat durchaus registriert, dass wir geschuftet haben. Because you've been increasing your skills, there is a new level of lodging license available to you. Weil du entsprechend deine Fähigkeiten weiter vorangetrieben hast oder weiter ausgebaut hast zu einem neuen Level. Nein, ausgebaut hast, gibt es sozusagen ein neues Level der Logging-Lizenz. Lodging war, glaube ich, Bäume fällen, glaube ich, ist sozusagen für uns verfügbar. Come and see me to apply for it. Komm zu mir, dann kannst du es dir sozusagen von mir abholen. From Fletch. Okay, Fletch. Machen wir. Ich eile mit meinen kleinen Füßchen. Hui. So, da bin ich schon. Okay, Heiko, ich wurde von ein paar Menschen in South City, im South City eben kontaktiert. I've been notified that we will need 5 permanent residents before Lost Paradise is recognized as an official settlement. Bedeutet so viel, dass wir 5 permanente, also 5 Bürger brauchen, die sich hier fest niederlassen, dass Lost Paradise sozusagen offiziell als Siedlung anerkannt wird. Now there's no hurry. But maybe that should be our next goal. Es gibt keine Eile, aber man könnte sich das ja mal als unser nächstes Ziel setzen. I tell you what, any visitors that see how nice Lost Paradise is will want to stay anyway. Ja, im Grunde jeder Bürger, der eben, oder jeder Besucher, der eben unser Lost Paradise eben besucht oder sieht, möchte hier so oder so bleiben. Ah, okay, alles klar. Also, wenn sozusagen South City erkannt hat, dass Lost Paradise eine offizielle Siedlung ist, dann können wir eine Stadthalle bauen. Ich bin sicher, wir werden unser Ziel bald erreichen. Ach, ist mein Englisch nicht schön? Zumindest schöner, als es bei Last Days of Lazarus war. Das habe ich heute abgeschlossen, weil ich wollte es endlich hinter mich bringen. Und habe viel Raum gelassen für Spekulationen, Interpretationen, Kommentare, Erklärungen, wie auch immer. Ich denke, ihr habt mit Sicherheit, oder einige von euch haben mit Sicherheit dieses Spiel in seiner Sinnhaftigkeit erkannt. Ich war irgendwie ein bisschen zu blöd dazu. Aber ich bin froh, es ist abgeschlossen, alles erledigt und rein in die Kommentare, sofern ihr mit mir darüber dann sprechen wollt.
So, okay, also wir sollen uns sozusagen 5 permanente Bürger irgendwie mal sichern, dass die sich hier niederlassen. Jetzt wollte ich ganz kurz mal hier gucken, ich bin mir nämlich... nee, wir hatten in unsere Kiste, glaube ich, was reingetan. Ja, weil ich habe heute einen Tipp bekommen von einem Abonnenten, der mir gesagt hat, ich solle doch mal versuchen. Was hat er gesagt? Die Kakteenfrüchte, wenn wir die fällen, soll ich mal über den Grill halten. Das werden wir jetzt kurz mal machen. Wir müssen ja eh eigentlich wieder farmen. Wir haben, sehen wir so eigentlich, 6000 haben wir, okay. Aber wir können hier ein bisschen, Zinn abbauen. So. So, hier, perfekt. Das ist ja wie vorbereitet. So, was brauche ich da? Da brauche ich die Axt, oder? Nee, Schmarrn. Was rede ich denn hier für ein Schmarrn? Auch gar nichts. Muss doch einfach nur... Wie lässt der Samen fallen? Moment. Prickly Pear Flesh. Was ist das denn? Ihr könnt mir mal verraten, sofern ihr dieses Spiel auch spielt, wie ihr das euch vorgestellt habt. Hallo. Irgendwie eure Siedlung aufzubauen, weil wenn wir irgendwo ja Erdhaufen wegnehmen, müssen wir sie ja irgendwo wieder hinzufügen. Und ich bin da, glaube ich, noch sehr unkreativ. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das machen soll. Auf jeden Fall sieht mein Lager ja wirklich zum Fremdschämen aus. Ui, wir haben wieder ein bisschen Kacke. So, Kacke für Blumen. Wir müssen uns jetzt, glaube ich, wirklich mal Kampf- bzw. Jagdwaffen bauen, dass wir mal ein bisschen hier Tiere jagen und das Fleisch dann verkaufen. So, wir gehen mal ganz kurz... Ach nee, hier ist noch was. Das nehmen wir noch mit. Ui, nehmen wir. Hier bleiben wir jetzt mal kurz. Da geht natürlich unsere Spitzhacke wieder drauf. Ja, mal gucken, ob wir das verhindern können. So, Kupfer. Irgendwie muss man das reparieren können. Das kann ja nicht sein, dass man jedes Mal sein Werkzeug neu kaufen muss. So. Oh, Energie. Haben wir gleich Schwarz-Weiß-Spiel. So. Haben wir denn irgendwas für unsere Energie? Apple? Glaube ich nicht. Apple war nur Gesundheit. Die brauche ich aber für was anderes. Haben wir denn hier? Ah nee, das ist sozusagen der Samen, okay? Sieht da lustig aus. Ach komm, ist egal, wir nehmen jetzt mal den Apfel. Aber ich glaube, den können wir gar nicht essen. Ah doch, wir kriegen... alles klar. Auch wenn beim Apfel letztendlich nur steht, dass wir 5 Punkte für unsere Gesundheit bekommen, bekommen wir, oder wird im Grunde der Ausdauerkreis auch aufgefüllt und wir bekommen langsam wieder Energie. Das finde ich gut. Dann können wir das nämlich hier noch abbauen. Oh Mann, hey. Meine schöne Axt.
kaputt gehen, bitte. So, und noch das Kupfer und dann war's das. Das müsste noch drin sein. Yes, okay. So, einmal Apfel. Oh, wir sind voll. Ah, stimmt. Okay, dann müssen wir warten. Wir sind ganz müde. So, Moment. So. Ui, was ist das denn? Fleisch! Ui, noch mehr. Komm, Knochen nehmen wir. Ui, was ist denn hier los? Mega. So. Ui, warte mal, die nehme ich auch noch mit. Komm mal her, Schmetti. So. Was haben wir denn für Dailies? Soll etwas kochen? Zwei Bäume fällen und ein neues Werkzeug soll ich mir bauen. Ich habe jetzt mal überlegt, wenn ich einfach nicht schlafen gehe, müsste es ja eigentlich möglich sein, alle Ziele zu erreichen. Oder werden wir dann automatisch müde? Das wäre mal interessant. So, was hat er gesagt, was ich machen soll? Ich soll meine Kaktus fix über den... Ne, hier hat er gesagt. Insert. Das soll ich machen. Oh, was kriege ich dann? So. Ui, 5 Ausdauer. Das ist ja cool. Na, warte mal, die mache ich mir alle rein. Ich glaube, ich werde mir noch ein paar mehr Barbecue-Grille. Oh Gott, mal Deutsch, wo ist mein Vokabular? Bauen oder hinstellen, weil dann geht es einfach ein bisschen schneller. Okay. So, jetzt brauche ich Licht. So. Gut, dann. Wir sollen 2 Bäume fällen, das können wir machen. Nein, wir laufen nicht ins Feuer rein. Erstmal ernten wir das, so, und dann machen wir es kaputt. Ah, Räusch. Oh, das war der erste. Dann nehmen wir noch den. So. Gumlock. War das nicht das jetzt? Nee, Moment. Clear 2-3 Stumps. Clear. Nee. Das war damit nicht gemeint. Säubere zwar. Ah, nee, stumpfen müssen wir machen. Ah, hier. Genau. Jetzt müssten wir. Ah, jetzt haben wir einen. Okay. Stumpfs sind sozusagen ja die Stumpfe. Tatsächlich. Okay. Machen wir, jetzt essen wir mal kurz hier wieder von unserem guten Tipp. Ein bisschen was für die Ausdauer. Aha, okay. So, dann fällen wir nochmal den... Ach, komm, du sollst den Baum fällen. So, und dann den Stumpfen noch und damit haben wir das Ziel. So, sehr schön. Gut, dann sollen wir was kochen. Unsere Fähnchen geht schon wieder ab. Hä? Fähnchen muss jetzt warten. Wir machen jetzt erstmal das an der Kochstation. Wir sollen was kochen. Haben wir da eine bestimmte Vorgabe, was wir kochen sollen? Nein. Wir können irgendwas kochen. Okay. Aber wir können ja gar nichts kochen. Meat. Oh Mann, Mangrovenstick, die habe ich. Die muss ich mir aus der Kiste holen. Dann können wir uns was kochen. Ja, das sollte langen.
Ja, das ist doch schön. Was machen wir denn da? Da stand jetzt gerade 8 von 3. Ach so, klar, 2 kann ich mir. Wieso macht der hier nicht auf 2? Müsste mir doch 2 herstellen können normalerweise. Hä? 8 und 3 brauche ich. Müsste ich doch 2 machen können. Geht aber nicht. Ich kann nur 1 machen. Okay. Oh, okay. Alles klar. Lieber Entwickler, hier musst du nachbessern. Dann machen wir es so. Okay. So. Was können wir denn noch her? Dogwood Dog. Korn. Nee, Korn habe ich. Oh, nicht gleich rausgehen immer. Brot? Nö. Mehl habe ich nicht. Brot, Zucker? Nein, habe ich nicht. Dämpfer? Nee. Meat Pie? Meat habe ich. Das habe ich aber nicht. Nee, die werde ich alle noch nicht haben. Naja, ist ja auch egal. Was haben wir hier? Hui. Wow. Okay. So, das haben wir auch erreicht. Und jetzt müssen wir irgendwas an dem Werkzeug hier sozusagen am Crafting Table. Wollt mal gucken. Stone haben wir am Zaun. Was wollen wir denn uns bauen? Wollen wir uns noch eine Kiste bauen? Nee. Ich möchte mir eigentlich hier mal was bauen. Was haben wir denn hier? 3 Schwert. 4. 3. Hammer. Aber der ist bestimmt langsam. Ah, hitting things slowly. Nee, ich bin für schnell. Ich bin nicht für langsam. Ich nehme... Ich glaube, ich nehme den Speer. So, da brauchen wir... Ich glaube, ich werde mir die anderen Sachen auch bauen. Dann werden wir jetzt ein bisschen Zinn verarbeiten. Wo ist unser Zinn? Hier ist unser Zinn. Und... Kurz Kupfer war hier. Genau. Okay. So, währenddessen der hier unseren Zinnbahn bearbeitet, schauen wir mal zur Post. Ah, das ist wohl jetzt der Aufruf, wenn wir einen Bug haben, sollen wir den hier einreichen, oder? From Bug Tipster. Schauen wir mal. Ha! Voll verkackt. Ja, man hätte das ja auch einbauen können. Also nein, liebe Freunde, es ist keine eingebaute Fehlermeldungsapparatur, sondern es ist, Bug ist nicht der Bug, sondern es ist der Schmetterling, der Käfer. Hm? Naja, okay. Bug-Tipps for Summer, Käfer-Tipps für den Sommer. Ist ja lustig, aber man könnte das durchaus machen. Warum denn nicht übers Postsystem? Das würde Sinn machen. Ja, das wäre doch vielleicht. Vielleicht macht es ja der Entwickler. Warum? Kann man ja machen. Gut, lieber Heiko, Bug-Tipps for Summer, Käfer-Tipps oder Insekten-Tipps für den Sommer. It was during the day there was a bug in the Bushlands, I've never seen before. Thought you might like to know. From Bug Tipster. Es war während des Tages, so gibt es einen großen Käfer in den Bushlands, den ich niemals zuvor gesehen habe. Ich dachte, das würdest du gerne wissen wollen. Oder das, ja, genau. Okay, in den Bushlands. Wo sind denn die Bushlands? Jetzt wird's dunkel. So ist unser Zinnbahn. Jetzt bauen wir uns mal eine Waffe. Okay, wir bauen uns alle. Wir schauen mal hier. Wir brauchen hier Gum, Wood Plank und, oh, Spinifex Resin. Das weiß ich nicht, was das ist. Sticky Resin used in crafting. Made from burned Spinifex. Tuft. Was ist denn das? Tuft. Tufti. Lustig. Nee. Können wir nicht. Und hier?
Das können wir. Den Hammer können wir uns bauen. Machen wir mal zwei Zinnbarren. Hier. Einmal. Und dann werden wir definitiv den Tag mit einem schönen Schläfchen abschließen. Ich muss mir hier mal ein bisschen was überlegen. Ich bin so unkreativ, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich will auch hier ein Haus haben, ich will kein Zelt haben. Ich muss mir echt was überlegen. Mindeste. So, mach hinne hier. Leute warten schon. Was kostet denn so ein, beziehungsweise, mal ganz kurz gucken, was so eine Barbecue. Ach was, Barbecue hat 34.000 gekostet, glaube ich. Oh, wow, das ist auch viel. Kann man die gar nicht herstellen, oder was? Grain Mill, oh, das müssen wir auch machen. Dass wir die Samen turns seeds and grains into other things. Samen und Grain, weiß ich gerade nicht, können wir in andere Dinge verarbeiten. Windmühle kompatibel. Gut, also wir können mahlen. So, jetzt holen wir uns erstmal den. So, nochmal einen rein. So. Was bräuchten wir denn dafür, um das herzustellen? Old Gear, das weiß ich nicht. Copper Bar, okay, das könnten wir. Old Wheel. Können wir noch nicht. Habe ich noch nicht gefunden. Das wäre auch schön hier, wenn wir einen Timer oder irgendwas hätten, wo wir zumindest sehen, wann der Barren fertiggestellt ist. Oder zumindest irgendeinen ja, Fortschrittsbalken, der uns dann anzeigt. Hey, sag mal, hängst du oder was? Kannst du von dem blöden Zelt mal weggehen? Ich glaube, du spinnst. Hau ab! Ah, ja, hihihi. Ich mit der Ohr. Ah! Hui! Gehst du da raus? Das gehört mir. Scheiße, wie kann ich denn den kaputt machen? Wahrscheinlich bin ich gleich tot. Oh. Au! Oh! Du Hund, du! Nein, du Krokodil, lass mich in Ruhe. Habe ich ihn aufgescheucht. Ich Depp. Nein, 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 der ist fast kaputt. Komm, geh mal weg jetzt hier. Ich muss. Oh, hier ist ja wieder Fleisch. Cool. Schau mal, hier ist ein Känguru. Hol dir das. Schau mal hier. Hier. Kannst du mich jetzt in Ruhe lassen? Dankeschön. So. Okay, Krokodile sind zäh. So, wir holen uns jetzt eine Waffe. So, also wir nehmen jetzt erstmal den Speer. So, und dann nehmen wir... Mist, den Hammer kann ich nicht mehr, aber wir nehmen jetzt... Wir nehmen mal die Sense. So. Normalerweise haben doch Tiere Angst vorm Feuer, oder? Vielleicht kann ich den so... Oh. Oh, wir können die platzieren. Das habe ich nicht gewusst. Oh, aber wieder mal so doof platziert. Machen wir das jetzt einfach so. Wunderschön. Können wir das abbauen? Oh ja, epic ab. Perfekt. Nimm's. Nein, nicht ins Feuer reinlaufen. So. Naja. Schön ist was anders. Hat er Angst vor Feuer? Nein.
mich in Ruhe. So, jetzt zeig, was du kannst. Jetzt bin ich bewaffnet. Jetzt komm her. Ah, hast du nicht damit gerechnet, ja? Bist zu langsam. Ey, lässt du mein Feuer da? Hey, mach's nicht kaputt. Hui. Aua. So, jetzt bist du gleich Geschichte und Servus. Ah, komm her. So. Krokomeat. Und einen Krokodilzahn. Sehr schön. Können wir doch exakt jetzt gleich auf den Grill schmeißen. Und dann werden wir zu Bette gehen. Jetzt haben wir unsere Ziele erreicht. Ui, das dauert aber lang. Wahnsinn. Mal angucken. Ui, 25 Gesundheit und 10 Energie. Okay, das ist ja cool. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen aufräumen. Ja, das mache ich jetzt nicht. Das langweilt euch ja. Das muss ich selber machen. So, dann werden wir jetzt mal kurz ins Buch schauen. Haben wir hier noch irgendwas Neues? Damage Sponk haben wir erreicht. Und Crafting Crazy haben wir erreicht. Und sonst? Nix mehr. Glaube nicht. Okay, dann gehen wir zur Bette mit dem Krokodilfleisch. Nein, mit unserem Speer. Ach, können wir gar nicht. So, sleep until tomorrow, auf jeden Fall. John is visiting the island. Wir sind wach. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Wie machen wir denn das dann mit unserer Axt? Die geht gleich wieder kaputt. Wie können wir das verhindern? Wieso können wir hier keine Axt herstellen? Steine. Wo ist meine Schaufel? Da. Was wie ein Eingang wäre ganz schön. Gehen wir mal zum Fletch. Zur Fletch. Oh, ich bin schon wieder voll. Oh. Ja, komm hier. Ey, krass. Was ist denn da los? Kommt der auch ins Zelt rein? Nein, das wohl nicht. Was kann ich für dich tun? Ach ja, wir wollten ja mal gucken. Natürlich, sie hat doch vorher gesagt, dass es ein Lodging gibt. 1000. To craft a better axe. Okay, ja, das ist super. Das machen wir auf jeden Fall.
Metal Detecting, das wäre auch interessant. Ja, das nehmen wir uns mit. Und dann nehmen wir uns noch mit Kupferaxt. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass wir... Was ist denn das? Leave stuff in here for way too long. Okay. Wahrscheinlich können wir es wirklich nicht reparieren. Trapping allows the holder to craft and use animal traps. Nee, da möchte ich erst meine Farm ausbauen. Toolbelt Slots bar 1. Das ist auch nicht schlecht. Obwohl, ein Platz mehr. Das wird es jetzt am Anfang nicht so rausreißen, glaube ich. Dann nehmen wir auf jeden Fall... Wo war es jetzt? Nee, wo war es denn jetzt? Lodging und... Simple Bridges, da können wir Brücken bauen, einfache Brücken. Nee, dann machen wir jetzt noch das Metal Detecting. Warum nicht? So, und jetzt schauen wir mal, was wir müssten das ja bei uns dann auch herstellen können. Was ist denn hier? Moment. Copper Axe braucht... alles klar. Die Basic Axe, die wir haben, also unsere Standard-Axt. Und jetzt nochmal zwei Kupferbahnen, dann können wir die sozusagen upgraden. Das machen wir jetzt gleich noch. Können wir ja da auch machen. Können wir das jetzt aufheben? Nein, wir sind voll. Okay. Wir müssen ein bisschen Zeug... Warte mal, wir tun das jetzt hier rein. Und dann müssen wir irgendwann mal ein bisschen sortieren. Ich mach's jetzt erstmal nur ganz schlampig. Na, doch. Haben wir Kupferbarren? Nee, haben wir nicht. 7... Die behalte ich. Nägel, nein, nein. Gut. Haben wir hier noch irgendwas? Okay. So, jetzt holen wir uns noch schnell die Knochen. Hui, hui, zack. So, und dann haben wir... brauchen wir das Kupfer. Brauchen wir bloß 2 Stück, meine ich, oder? So. Ach nee, ist ja das, genau. Okay. Was kostet das nochmal, wenn man sich hier so ein zweites Steine, Campfire und Zinn? Oh. Ich glaube, ich mache das. Campfire, Gumlock und Stone. Gumlock und Stone. Und wir nehmen einfach alles, wurscht. So, dann brauchen wir Tin Ore. Nehmen wir den mal mit. Okay. So, also erstmal ein Lagerfeuer brauchen wir. So, dann jetzt kann ich schon bauen. Ja, perfekt. So, okay. Nehmen wir uns ja noch einen hin. Da passt sogar dann noch einer hin. Das ist super. Okay. Zack. Okay. Besser. Besser ist das. So, jetzt haben wir einen Kupferbarren, wir brauchen aber noch einen. Machen wir hier. Zack, zack. Requires 5. Hä?
habe ich denn jetzt gemacht? V requires 5. Ist das? Ach so. Ah, wow. Wir brauchen 5 Kupfererze für einen Barren. Ja, gut. Wurscht. So, während der das macht, gehen wir kurz zum Johnny. Hi, Johnny, Johnny, Johnny. Komm mal hier, ich verkaufe dir noch mal ein paar Schmetterlinge. Sonst kriegst du... Ah, einen Knochen kriegst du auch noch von mir. Okay. Ey, was ist los mit dir? Bist du arm oder was? Warum wird denn das so wenig auf einmal? Je länger du da bist, desto blöder werden deine Preise. So, okay. Sag das Buch. Making that breed, that cold harsh cash. Okay. Gut. So, wir wollten uns herstellen. Was wollten wir uns herstellen? Ich habe es schon wieder vergessen. Ah ja, natürlich. Kupferaxt. Sehr schön. So, damit hätten wir die Kupferaxt. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir Bäume fällen, inwieweit die Haltbarkeit Schaden nimmt. Ja, viel, viel besser. Ja, prima. Macht Damage. Noch habe ich keinen Punkt verloren. Oh, ein bisschen vielleicht schon. Super. Sehr gut. Ui, ui, das sind ja... warte mal, das sind Bienen. Kriegen wir Honig. Wo tue ich die denn hin? Die tue ich hier hin. Tue ich denn die jetzt hin? Nein. Hier will ich sie hin tun. Bleib mal stehen jetzt. So, genau. Mit den anderen auch hin. Machen wir Honig. Nein, nicht kaputt machen. Mein Gott, bin ich blöd. Was haben wir da? Honig. Ja, ja. Wurscht. Na gut. So, wir haben Honig bekommen. Wo? Ah, hier. Honig. Okay. Ja, da haben wir doch wieder ein bisschen was gelernt. Und ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Ich würde mich über eure Kommentare generell freuen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Ich habe mir aktuell jetzt noch kein Ziel gesetzt. Ich lasse das hier ganz langsam auf mich zukommen. Ohne Hektik, ohne Stress. Nur mit viel Spaß, Entspannung und Freude. Habt vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. So ist es richtig. Bis dahin, alles Gute euch. Ciao.